Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zum Mass Effect 2. Ihr Lieben, wir sind wieder auf der Normandie, haben dort leider Gottes den Streit zwischen Miranda und Jack nicht schlichten können. Das ist sehr schade, aber shit happens, so what. Und ich denke, bevor wir jetzt wieder mit unseren Gefährten sprechen, werden wir noch den einen oder anderen Gefährten-Quest erledigen. Und dann machen wir wieder ein, zwei Folgen große Gesprächsrunde. Aber was ich noch machen sollte, wir haben ja die eine oder andere Verbesserung bekommen. Und da sollten wir uns mal kurz hier ans Forschungsterminal begeben, um zu gucken, was wir hier upgraden können. Maschinenpistole, Schaden. Das forschen wir natürlich. Logisch. Wunderbar. So. Und was haben wir denn noch? Panzerungsupgrades, kann ich da was machen? Medigel-Kapazität. Ja, komm. Machen wir auch. Kann nicht schaden. Jetzt sind wir da auf der höchsten Stufe. Wunderbar. Okay, und Prototypen, haben wir hier noch irgendwas? Nee, das lassen wir. Okay. Schiffsverbesserung können wir keine machen. Ein Crewmitglied fehlt uns ja noch. Der bringt sicherlich auch noch irgendwas mit. Okay, mal ganz kurz hier nochmal vielleicht mit Kelly quatschen. Ich Hallo, weiß nicht, Süße. was ich von Grant halten soll. Oh, komm. Mein Psychoreport war über O'Kear. Wir haben keine Garantie, dass Grant mental stabil ist. Es kommt mir so vor, als sei ihm absolut alles egal, einschließlich wer lebt oder stirbt. Okay, ich werde sie beschützen. Ja, dann. Keine Sorge, Kelly. Ich lasse nicht zu, dass er sie anfasst. Wenn hier irgendwer wen anfasst, sollten Sie daran beteiligt sein. Wie auch immer. Was Ach, gut. gibt's? Gibt's sonst noch irgendwas über die Crew? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Sie haben ungelesene Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal. Noch etwas, Commander? Nee, das war's Das erstmal. wäre alles. Ich bin Genau. hier, wenn Sie etwas brauchen. Okay, alles klar. Dann guck. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Ja. Terminal eine neue Nachricht Du Kelly, erhalten. Schatz, ich weiß. Du hast es mir schon gesagt. Also, werden wir mal gucken. Keine Nachrichten. Komm her. Was zum Teufel, Toms? Was zum Teufel spielen Sie eigentlich für ein Spiel, Shepard? Als ich auf den Cerberus-Wissenschaftler gezielt habe, haben Sie von Kameradschaft gefaselt und dass Sie mich verstehen. Und jetzt arbeiten Sie für Cerberus? An mir wurden Experimente durchgeführt, die Sie sich nicht einmal vorstellen können. Jahrelang. Von Cerberus. Sie haben mich gefoltert. Sie haben mich als Laborratte benutzt. Und jetzt tun Sie sich mit denen zusammen, als wären Sie eine ganz normale Söldnertruppe? Ich habe inzwischen selbst Söldner, Shepard. Und ich töte jedes Cerberus-Team, das ich erwische. Und wenn wir uns begegnen, werde ich das auch tun. Okay. So, jetzt weiß ich nicht, wer ist denn Tooms? Kein blassen Dunst. Schade, dass man nicht zurückschreiben kann. Okay, so. Quatsch. Ja, Tully fehlt uns ja auch noch. Sollen wir erstmal Tully holen? Nee, ich glaube, dass wir erstmal jetzt tatsächlich, wenn die gute Kelly uns schon an Grant erinnert hat, werden wir jetzt wohl nach T'Chanka fliegen fahren. Gottes Willen, guten Morgen, Frau Hawk. Fängt ja gut an, 2016. Genau, wir wollen nach T'Chanka. Ich habe keine Ahnung, wo T'Chanka ist. Hier sicherlich nicht. Unerforscht. Ja, das hätte ich vielleicht noch machen können, bevor ich so Zitadelle Thane helfen und das ist wieder da die Zitadelle. Nee, ich glaube, dass wir erstmal, genau, nach T'Chanka fliegen und Grant und Morden helfen. Da sehen wir auch einen alten Bekannten wieder. Einen, den ich total gerne mag. So, dann ab nach T'Chanka. T'Chanka. So, Bombardierungskrater, radioaktiver Schutt, die Atmung zwischen Asche, Salzebenen und stark basische Meere. Tja, T'Chanka ist ziemlich kaputti. Die Koreaner. Die Koreaner. Die Kroganer. Die haben sich gegenseitig, ja, wie soll man sagen, zerbombt. T'Chanka ist ja der Heimatplanet der Kroganer. So, dann nehmen wir natürlich Grant mit, klar. Und ich denke, dass wir auch gleich Morden mitnehmen. Dann haben wir nämlich die beiden, für die wir da unten was erledigen sollen. Ja. Ich könnte mich jetzt ein bisschen skillen. Barriere. Komm, wir machen mal die Barriere. Rang erwerben. Entwickelt Barriere. So. Ihre Barriere ist nahezu undurchdringlich und hält sogar schwere Waffen. Auch nicht schlecht. Komm, wir nehmen mal die stärkere. Ich kann es brauchen.
Grant, was gibt's bei dir? Brandmunition? Wann kriege ich denn diese Verstärkung, Betäubungswelle? Na, die Munition ist irgendwie... macht nicht viel Sinn, finde ich. Hilfe! Ich war doch noch gar nicht fertig, Leute. Gut, okay, dann müssen wir es gleich im Gruppenmenü machen. Ihr seht, 2016 wird lustig. Das fängt ja schon bei der ersten Aufnahme sehr nett an. Oh Mann. Tja. So, auf der Heimatwelt der Kroganer gibt es extreme Temperaturen, ansteckende Krankheiten und bösartige ich weiß nicht was. So, aber jetzt erstmal die Gruppe. So, Morden. Genau, dir kann man nämlich ordentlich Punkte vergeben. Rang erwerben, Rang erwerben. Und dann kriegst du noch die Wissenschaftspunkte. Verbesserte Verbrennung. Dieses fortgeschrittene Plasmaprojektil schmilzt und verbrennt nahezu alles. Verbrennungswelle. Der Wirkungsbereich dieses Plasmaprojektils ist größer, sodass sie mehrere Ziele in Brand stecken können. Ja, Wirkungsgrad, ein Schaden. Ja, komm. Wir nehmen mal mehrere Ziele. Ich finde, dass das immer Sinn macht. Und jetzt kriegst du noch ein bisschen von dem Wissenschaftler. Okay, das steigert deine Gesundheit. Okay, so. Jetzt fangen wir mal gucken. Ja, bin ich. So, jetzt gucken wir uns erstmal. Ach, guck mal, wer hier ist. Hihi. Die beiden kennen wir doch. Das ist unser Liebespaar. Was habe ich dir gesagt, Schatz? Ist es nicht wunderschön hier? Weit ab von all dem Hightech-Lärm. Schon, aber ich finde es ein bisschen dreckig. Ja, das ist wohl wahr. Das formt den Charakter. Ach was? Sonst noch was? Täusche ich mich? Oder mögen mich die anderen Kroganer? Naja, die sind zumindest kritisch. Es gibt gewisse Bedenken, dass ich eine Nicht-Kroganerin mitgebracht habe. Ich musste den Chief ein wenig überreden. Abgemacht ist es noch nicht. Hihi. Moment mal. Die wollen also gar nicht, dass ich hier bin? Naja. Wen interessiert schon, was die wollen? Ich will dich. Das ist alles, was zählt. Ihr erinnert euch sicherlich an die zwei... Das war der dichtende Kroganer, den wir da, ich glaube, auf Ilium gesehen haben und ja, die wir quasi miteinander verbandelt haben. Aber wenn ich jetzt so sehe, wo die Arme gelandet ist, bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das die richtige Entscheidung war. Weil sie sieht so ein bisschen ratlos und, naja, desorientiert aus, wie jemand, der wo ist, wo er eigentlich nicht sein will. Ansonsten bist du wirklich eine Hübsche und auch du bist ein wirklich stattlicher Kerl. Ich weiß nicht, ob ich das kann, Char. Hey, ganz ruhig. Meine blaue Rose vom Ilium hat allzeit die Stärke, nach der Sonne zu greifen. Tja. Okay, ich krieg's schon hin. Aber Schluss mit der Poesie. Genau. Der Char, der muss nur mit Poesie drohen. Dann ist es schon gleich friedlich. Was habe ich dir gesagt, Schatz? Ja, okay. Ist es nicht wunderschön hier? So, dann haben wir hier Bloodpack-Anwerber. Kann man mit dir auch quatschen? Wenn Sie Arbeit suchen, sind Sie auf dem falschen Dampfer. Das Bloodpack rekrutiert nur Kroganer. Ich habe einen dabei, guck mal. Sie schon wieder. Ich sagte doch, das Bloodpack nimmt nur Kroganer. Sie können Ihre zarte Haut woanders anpreisen. Ja, also gut, okay. Kann ich mit dir quatschen? Nee, mit dir kann ich... Ach Mensch, du bist der Grunt. Nee, du Grunt, hä? Du siehst ja fast so ähnlich aus. Naja, gut, okay. So, dann quatschen wir hier mal mit dem Captain. Ja, ist ja gut, Kinder. Ja. Kroganer, echt. Der Clanführer will mit Ihnen sprechen. Halten Sie Ihr brünftiges Haustier an der kurzen Leine. Wenn er das Ritual nicht bald durchläuft, sollten Sie ihn loswerden. Das Ritual? Wissen Sie, was mit ihm nicht stimmt, was er braucht? Mit ihm ist alles in Ordnung. Reden Sie einfach mit dem Clanführer. Also gut. Ich weiß gar nicht, warum mein Bild teilweise so zittert. Habt ihr das vielleicht gesehen, da in dem Gesicht von Jess? Es zittert alles. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie sind denn meine Optionen? Das ist Quatsch.
Quatsch, 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 Grafik. Puh, tja, ich habe keine Ahnung. Egal, wir spielen einfach weiter. So, dann werden wir uns erstmal den Clanführer suchen. Eines Tages kommen wir von diesen Felsbrocken runter und zeigen den Turianern, wer der Boss ist. Ja? Verdammt richtig. Wir schälen ihnen die Schuppen ab und werfen sie bei lebendigem Leib den Peitschaks zum Fraß. Ja, macht das mal. Wenn ihr das unbedingt wollt, macht das bitte. Gottes Willen, guckt mal, wie langsam man laufen kann. Der Bericht des Arnold-Clans ist simpel. Beim Commander der Kundschafter ist von einem gefangenen Salarianer die Rede. Okay. Gut, also Gespräch mit dem Kundschafter oder dem Anführer. Beides ist akzeptabel. Außerdem konnte ich keine hiesigen medizinischen Unterlagen einsehen. Ich schlage vor, den Clanführer um Hilfe bei Grunts Problem zu bitten. Okay, also haben wir eine Menge zu erledigen hier. Dann müssen wir erstmal den Clanführer finden. Ah, irgendwo kann ich mit Grunt reden. Wo ist das? Mit Grunt reden? Da. Das soll die großartige Heimatwelt der Krogana sein? Das Land von Kredak, Shiaga und Viol? Dieser Felsbrocken ist es ja kaum wert, dass man darauf steht. Hätte nie gedacht, dass ich den Tank mal vermisse. Tja, ich finde schon auch, dass das, guckt euch das an, das ist hier wirklich ziemlich hinüber. Podiumswache. Okay, also Podiumswache. Halt! Sie müssen warten, bis der Clanführer Sie zu sich ruft. Er hat gerade eine Besprechung. Sie wissen, was die Tradition verlangt. Der Arknot-Clan muss reagieren. Ihre Reformen werden auf Widerstand stoßen. Sie riskieren es, zu einem kritischen Zeitpunkt schwach zu erscheinen. Reicht das? Entschuldigen Sie mich. Rex, hi! Shepard, werte Freundin. Für eine Tote sehen Sie erstaunlich gut aus, Shepard. Ich hätte wissen müssen, dass das Nichts Sie nicht halten kann. Dass Sie mir bei der Vernichtung von Saren und den Geth geholfen haben, hat sich anscheinend für Sie ausgezahlt. Zum Glück mussten wir uns auf Würmeier nicht gegenseitig umbringen. Ha! Sie haben den Aufstieg von Erdnott erst möglich gemacht. Würmeier war der Wendepunkt für die Krogana. Auch wenn nicht jeder glücklich darüber war. Die Zerstörung von Sarens Genophage-Heilmittel hat uns von seinem Einfluss befreit. Ich habe das dazu benutzt, die Clans unter Erdnott zu vereinen. Sie haben viele Traditionen verletzt, um ihren Willen durchzusetzen. Das ist gefährlich. Sie reden nur, wenn Sie gefragt werden, Uwenk. Ich führe Ihren Clan zu Ruhm und Ehre, ob ihm das nun passt oder nicht. Ja. Krogana halt, Jess, guck nicht so. Also, Shepard, was führt Sie hierher? Wie geht's der Normandy? Tja. Zerstört bei einem Überraschungsangriff der Kollektoren. Mich hat's dabei zerlegt. Dafür sehen Sie aber gut aus. Das sind eben die Vorteile eines redundanten Nervensystems. Naja, Menschen haben sowas nicht. Oh, dann war es bestimmt sehr schmerzhaft. Aber nun stehen Sie vor mir und haben ein starkes neues Schiff. Das erinnert mich an die alten Zeiten. Wir gegen das Unbekannte und mit großen Knarren haben wir es erlegt. Es waren gute Zeiten. Ja, in der Erinnerung verklärt sich immer alles so ein bisschen, aber jetzt mal... Frage, mein guter Rex, was tust du hier? Denn offensichtlich ist er ja aufgestiegen in der Hierarchie und hat hier ordentlich was zu sagen. Er hat wohl, so klang es zumindest in der kurzen Diskussion mit dem anderen Kroganer, doch die eine oder andere Sache geändert. Klingt, als hätten sie große Veränderungen für die Kroganer vor. Wir schaffen ein neutrales Gebiet, in dem alle Clans willkommen sind. Fruchtbare Frauen können von den Clans geteilt werden. Oh. Wir werden die Spezies als Ganzes stärken. Sie bedrohen alles, was uns stark macht. Es wird keinen Bestand haben. Mag sein. Aber bis dahin sollten Sie sich glücklich schätzen, ein Teil davon zu sein. Wie behalten Sie Kontrolle? Ja, gute Frage. Wie gewährleisten Sie die Sicherheit, wenn so viele Clans an einem Ort versammelt sind? Jeder Clan, der bereit ist, Geiseln herzuschicken, darf kommen. Keine Kämpfe innerhalb des Lagers. Jeder Clan bestraft seine eigenen Verbrecher selbst.
Wir schlichten Konflikte, bevor jemand stirbt. Dann folgt eine einfache Entscheidung. Entweder eine Strafe zahlen und die eigenen Probleme lösen, oder aber der Clan ist nicht länger willkommen. Für Kroganer-Verhältnisse klingt das nicht sehr hart. Verbündete von anderen Clans schätzen meine Vorgehensweise. Alle helfen mit, die Skeptiker zu bekehren. Viele suchen nach einem Ventil. Jeder Clan, den ich für nicht willkommen erklärt habe, wurde von meinen Verbündeten vernichtet. Sowas spricht sich rum. Okay, Sorgen um schwache Clans? Was ist so wichtig daran, einzelne Clans zu bewahren? Jeder Clan hat seine eigenen Sitten. Initiationsriten, Verhaltensregeln, Kriegslieder. Alles einzigartig. Diese Vielfalt macht uns groß. Kein Clan, nicht einmal meiner, ist dafür geschaffen, alleine zu überleben. Aber Ihr Clan dominierte ja selbstverständlich. Erdnord ist der führende Clan. Ist damit nicht auch Ihre Kultur die wichtigste? Im Moment schon. Aber jeder Clan hat seine besonderen Vorteile. Erdnord hat die besten Taktiker. Jorgel die längste Ahnenreihe. Gettertop die älteste Ansiedlung. Andere haben andere Stärken. Wenn wir weitermachen wie bisher, enden die Clans als Krater im nuklearen Dunst. Sogar Erdnord. Wir müssen neu über alles nachdenken. Neu beginnen. Und ihr teilt die Frauen? Das ist ja nun etwas, was ich nicht ganz so prickelnd finde. Was halten die Frauen des Erdnord-Clans von diesem Plan? Genau. Es war die Idee der Anführerin unseres Frauenclans. Okay, naja, es geht um Kinderkriegen. Das neutrale Gebiet ist sicher und bewegt andere Frauenclans dazu, sich mit uns zu verbünden. Angriffe auf Erdnord gefährden jetzt die Frauen aller Clans. Selbst Clans, die mich gerne tot sehen würden, werden den Erdnord-Clan verteidigen. Haben die Frauen bei Ihnen eine eigene Clanstruktur? Nichts ist wertvoller als eine fruchtbare Frau. Das wissen wir und Sie wissen es auch. Sie isolieren sich zu ihrem eigenen Schutz. Wir arbeiten zusammen, um Fortpflanzungsbündnisse zu schließen. Ohne Clanführerin Utas Zustimmung sind mir praktisch die Hände gebunden. Okay. Ich hoffe, für Ihr Volk wendet sich alles zum Guten. Aber zurück zum Grund meines Hierseins. Wir erlauben nur selten Aliens, Geschäfte auf Tuchanka zu machen, aber Sie sind eine Ausnahme. Ich suche einen Salarianer. Er wurde vom Bloodpack gefangen genommen und hierher gebracht. Mein Kundschafter-Commander kann Ihnen weiterhelfen. Er ist vermutlich in der Nähe und führt eine Zielübung durch. Ah, da drüben. Okay. Beanspruchen Sie ihn nicht zu lange. Ich muss die anderen Clans unter ständiger Beobachtung halten. Okay, und jetzt bitte mal zu Grunts Problem. Ich habe einen Kroganer in meiner Crew. Er hat so eine Art Krankheit, die behandelt werden muss. Na, Rex, wie findest du Grunt? Woher kommen Sie, Junge? Wurde Ihr Clan ausgelöscht, bevor Sie erfahren konnten, was von Ihnen erwartet wird? Ja, so kann man das sagen. Ich habe keinen Clan. Ich wurde von Warlord Okir in einem Tank gezüchtet. Destilliert aus einer Ahnenreihe von Kredak, Moro, Shiaga. Sie sprechen von Warlords und entstammen doch nur einer Injektionsspritze. Da kann er doch wirklich nichts dafür, der Grunt. Ich bin ein reiner Kroganer. Sie sollten Ehrfurcht zeigen. Okir ist ein sehr alter Name. Ein viel gehasster Name. Er ist tot. Natürlich. Sie gehören zu Shepard. Wie sollte er da noch am Leben sein? Jetzt mal zur Sache, Leute, echt. Ich brauche Grunt voll einsatzfähig. Was ist los mit ihm? Gar nichts ist los mit ihm. Er wird lediglich ein vollwertiger Erwachsener. Ah, Pubertätsritual. Genau. Verbreitet bei Spezies mit hormongesteuertem Fortpflanzungstrieb. Ach, Morden. Ist egal, wie die Aliens das nennen. Kroganer durchlaufen den Initiationsritus. Das geht zu weit, Rex. Ihr Clan hat zwar das Sagen, aber dieses Ding da ist kein Kroganer. Natürlich ist es ein Kroganer, du Saft. Idiot. Arsch. So. Nun, genau. Grunt, möchten Sie zu den Erdnöt gehören? So, das werden wir natürlich untersuchen. Was ist für den Initiationsritus vonnöten? Dazu kann ich nichts sagen, Shepard. Das ist die Aufgabe des Schamanen. Okay. Sie lassen zu, dass ein im Tank gezüchteter Kroganer sich dem Erdnöt-Clan anschließt? Nur weil er bei Ihnen ist. Immerhin haben Sie und ich Tausende wie ihn getötet. Die waren nicht ganz so groß, aber es waren viele. Der Erdnöt-Clan ist stark und die anderen werden tun, was ich sage. Sie wissen, dass meine Vision ihnen nur Vorteile bringt. Okay. Was passiert, wenn er den Initiationsritus nicht durchläuft? Läuft er aber. Wenn er hier bliebe, würde er getötet.
Clanlose haben keine Daseinsberechtigung. Und für Tankzüchtungen gilt das umso mehr. Seine Anlagen bleiben die gleichen, Ritos oder nicht. Er ist eben einfach ein Kroganer. So ist es. Davon hat O'Kir im Tank nichts gesagt. Stimmt's? Nee, hat er nicht. Absolut nicht. Okay. Tja, Grant, entscheid dich. Es ist deine Entscheidung. So ist es. Willst du ein echter Kroganer sein mit Ritus? Oder weiterhin ein Einzelwesen? Na komm, Grant. Es ist in meinem Blut. Deshalb gibt es mich. Guter Junge, sprechen Sie mit dem Schaman. Er ist drüben auf der zweiten Ebene. Stellen Sie sich gut dar, dann wird er Sie auf den Pfad führen. Und Sie auch, Shepard. Wie oft haben Sie sich schon für Ihre Crew in Gefahr begeben, hm? Naja, mehrfach. Aber das gilt umgekehrt ja auch. Ich gehe, kommen Sie mit uns. Ja, das wäre schön, aber das wird nicht hinhauen. Schön, Sie zu sehen, Rex. Können Sie uns wirklich nicht begleiten? Ich würde ja gern, aber ich muss die kurzsichtigen Narren hier auf Kurs halten. Viel Erfolg bei der Jagd, Shepard. Mit dem Schamanen reden oder aber auch mit dem Kundschafter reden. Aber ich denke, dass wir erstmal Grunts Quest machen werden. Auf der zweiten Ebene. Also irgendwo da oben. Wo geht's denn jetzt lang? Das ist mal wieder die große Preisfrage. Hast wie komme ich zum Extranet gesehen? Extranet? Du sitzt dir das Hirn voll. Du solltest lieber jagen oder irgendwas reparieren, wenn du nicht jagen kannst. Ja, genau, so es ist war es. Ein Sondervideo über die Citadel. Und was gab's da zu sehen? Jetzt gucken wir uns hier erstmal eine Runde um. Reiß dich in Stücke. Oh. Du hast doch nicht mal den Mummes zu versuchen. Die sind wirklich die Kroganer, echter Hammer. Da ist ein Botschafter. Da ist ein Notorf. Gehen Sie weg. Der Abgesandte der Frauenclans muss Aliens nicht zuhören. Ah, okay, du bist der Abgesandte des Frauenclans. Da ist der Schamane. Und dann haben wir hier noch diese Botschafter. Komm, dann quatsch mal mit denen auch kurz. Nicht den Botschafter bedrängen. Zurück, Mensch. Oh. Ich mag bei meinem Volk ein Botschafter sein. Aber das bedeutet nicht, dass ich mit jemandem wie Ihnen sprechen muss. Glauben Sie nicht, dass Sie meine Zeit stehlen können, nur weil Sie diesen Kroganer-Frischling dabei haben. Gehen Sie jetzt, bevor meine Wachen Sie entfernen. Sie scheinen mir ein weitgereister Kroganer zu sein. Ja, so schmeichel, schmeichel. Dann müssen Sie auch wissen, wer ich bin. Und Ihnen muss klar sein, dass jeden Unheil erwartet, der sich gegen mich stellt. Hm. Zurück, Männer. Na, geht ich doch. Bin der Botschafter des Nagmor-Clans bei den Erdnot. Wir sind ein kleiner Clan aus dem Craddock-Ödland. Warum sind Sie Botschafter? Oh ja, das fragen wir das halt mal durch. Ich dachte, alle Kroganer wollen Krieger werden. Warum wird ein Kroganer Botschafter? Ha, Sie wissen weniger, als Sie glauben, Mensch. Ein kroganischer Diplomat muss die Stärke seiner Leute repräsentieren, sonst gilt sein Clan schon bald als vogelfrei. Ich habe mich an die Spitze meines Clans gemetzelt, Mensch. Ich spreche mit der Autorität eines Kriegers. Was hat der Nagmor-Clan mit den Erdnot zu tun? Clanführer Rex hat mich angefordert. Er und der Nagmor-Clan stehen seit längerem in Verhandlungen für ein dauerhafteres Bündnis. Mit unserer Hilfe könnte Erdnot andere unter seinem Banner versammeln und Tuchanka wahrhaft einen. Das gäbe uns die Möglichkeit, größere Schlachten mit besseren Plündermöglichkeiten zu schlagen. Wenn Nagmor ein kleiner Clan ist, wie halten Sie dann die mächtigeren Clans davon ab, sie zu vernichten? Wir sind der Clan des großen Warlords Nagmor Krall, der sich gegen mehrere Einheiten Turianer gestellt und dabei den Sieg davongetragen hat. Die meisten Clans bringen uns den Respekt entgegen, den sich unser Vorfahre verdient hat. Okay, dann haben wir uns jetzt aufgeklärt. Sie werden bestimmt anderswo gebraucht. Ja, wahrscheinlich, ganz genau. Wir gehen jetzt zum Schamanen und werden mal gucken, was wir tun müssen, dass unser guter Grant endlich ein Erwachsener wird. Mein Gott, er ist in der Pubertät, der Junge. Sie überschreiten ihre Grenzen, Getatak Ulvenk. Die Riten der Erdnot gehen vor. Woher wissen wir, dass es überhaupt zum Kampf kommt? Er ist nicht natürlich. Die Bestien des Ritus ignorieren ihn vielleicht wie einen Klumpen Plastik. Die Bestien des Ritus, na danke. Sie Blut, egal aus welchem Schoß es kommt. Ihr Bellen hilft ihnen hier nicht weiter. Ich werde für mich selbst sprechen.
Ist das die Tankzüchtung? Mhm. Sehr lebensecht. Hat sogar den richtigen Geruch. Ihre Proteste klingen hohl, Uwenk. Ernold Rex hat uns die Genehmigung erteilt, um den Clan-Status für Grunt zu erbitten. Genehmigung? Das ist ausreichend, wenn auch ohne Kampfgeist. Wenn das hier so traditionell abläuft, dann beantrage ich eine Verweigerung. Mein Clan steht gegen ihn. Er hat niemanden. Meine Geduld ist strapaziert, aber Uwenks Antrag ist berechtigt. Grunt, wo ist Ihr Krant? Ihre Verbündeten, die in Ihrem Namen bereit sind zu töten und auch zu sterben. Ach, schau mal einer an. Wie kann man einen Kandidaten prüfen, wenn er zu seinem Initiationsritus Verstärkung mitbringen darf? Nicht jeder Kroganer kann ein starker Krieger sein. Aber jeder muss die Seinen dazu inspirieren, an seiner Seite im Kampf ihr Bestes zu geben. Wenn diejenigen, die sie am besten kennen, nichts Wertvolles in ihnen sehen, sollten sie die Ödnis durchwandern und einsam sterben, bevor sie meinen Clan schwächen. Wir stehen als Kameraden jederzeit an Grunts Seite. Natürlich. Kameraden sind zwar eigentlich nicht dasselbe, aber ich gestatte ihnen als Aliens diese vereinfachte Interpretation. Aliens wissen gar nicht, was Stärke ist. Meine Anhänger sind echte Kroganer. Grunt ist eine einzige Lüge. Ach Gott, ey, wo liegt denn eigentlich dein Problem? Was zum Teufel ist Ihr Problem? Was haben Sie gegen Grunt? Genau. Es ist egal, ob ihn einer von uns geschaffen hat. Er ist eine Fälschung. Er könnte ebenso gut die Genophage aus Fleisch und Blut sein. Die Genophage betrifft die Schwachen. Mein Blut wird uns stärker machen. Sie klingen wie Rex und bringen radikale Veränderungen, die unser Innerstes bedrohen. Wir sind schon zu weit gegangen. Sie reden wie ein Alien, genau. Es geht also um Politik. Sie treiben die gleichen Spielchen wie der Rat der Citadel. Kämpft Ihr Krant auch nur mit Worten? Sie wagen es, mich derart zu beschimpfen? Beeindruckend, Sie haben sie mit Worten herausgefordert, ihrer natürlichen Waffe. Und jetzt sieht Ihr Krant, wie Ihre Position schwächer wird, Uwenk. Schamane, Sie dürfen nicht zu seinen Gunsten entscheiden. Was wird aus der Kroganer-Tradition, wenn Sie den Ritus beschmutzen? Sie wagen es? Ich war ein Krieger, bevor Ihre Mutter geboren wurde. In meinen Worten liegt die Autorität von Jahrhunderten. Ich entscheide, wer würdig ist. Ende der Diskussion. Tja. Ich habe andere Methoden, um dagegen vorzugehen. Tja, Uwenk. Sehen wir uns denn wieder? Sie wahrscheinlich. Haben Sie provoziert. Ein guter Grund für mich, Sie sympathisch zu finden. Die sind jetzt Ihr Problem. Okay, jetzt erstmal kann denn der Uwenk eingreifen. Wird dieser Kroganer sich zu einem Problem entwickeln? Mhm. Einmischung ist ihm verboten. Wird er es trotzdem tun? Während des Initiationsritus müssen Sie auf alles gefasst sein, Shepard. Aus dem, was ich von Ihnen weiß, entnehme ich, dass Sie keine Enttäuschung sein werden. Ja, das wollen wir mal hoffen. Brauchen wir eine besondere Ausrüstung? Um den Ritus zu beginnen, sind nur der Kandidat und sein Krant vonnöten. Sie stehen doch auf Kampf, Shepard, nicht wahr? Ja. Auf das letzte Röcheln eines geschlagenen Gegners. Naja. Bringen Sie Ihre Kampfeslust mit zu Grunts Prüfung, dann wird er bestimmt erfolgreich sein. Wir haben lange genug gewartet. Erklären Sie uns den Ablauf. Immer diese Ungeduld, Shepard. Sie müssen nur wissen, dass Grunt geprüft wird und sich auf die Aufgabe einstellen muss. Okay, ja, dann lasst uns beginnen, oder? Lasst die Spiele beginnen. Wir sind bereit. Es kann losgehen. Großartig! So, ist es jetzt hier automatisch gesteuert, dass ich direkt in diese Quest komme? Ja, offensichtlich. Tja, da sind wir jetzt mal gespannt, was uns erwartet. Und wahrscheinlich machen wir das auch erst in der nächsten Folge, würde ich denken. Suchen Sie sich beim Kampf gegen Nahkampfkreaturen ein freies Gefechtsfeld. Tja. Wir nehmen natürlich den Grunt mit und jetzt ist die Frage. Nee, wir nehmen auch Morden mit. Ich finde Morden irgendwie cool. Ich mag den total gerne. Wir nehmen die beiden mit. Wenn schon, denn schon. Wann kann ich eigentlich diese Verstärkung machen? Die Brandmunition ist irgendwie Blödsinn. Oder geht dann die Verstärkung? Nee, auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Egal. Mordenhammer geskillt. Jazz ist ebenfalls geskillt. Naja, dann. Auf zum Initiationsritus.
Die Kroganer, tja, die haben eine ziemlich archaische Gesellschaft, finde ich. Absolut. Und der Rex scheint offensichtlich dann doch zu kämpfen zu haben, um alle, ja, um alle abzuholen und vor allen Dingen die Clans auch zu einen. Scheint nicht einfach zu sein. Das ist die neueste Narbe, die Tuchanka davongetragen hat. Die letzte Oberflächenstadt, die während der Rebellionen gefallen ist. Der Schlüsselstein befand sich in ihrer Mitte. Sie hat Kriege und den Fortgang der Jahrhunderte überdauert. Sie hat Bestand, wie die Kroganer. Okay. Wenn Sie sich dem Ordnord-Clan anschließen möchten, müssen Sie über den Schlüsselstein und seine Prüfungen nachsinnen. Was passiert dann? Wer weiß das schon. Sie müssen sich anpassen und erfolgreich sein, welche Situation sich Ihnen auch bietet. Wie jeder wahre Kroganer. So, wir müssen einfach nur überleben. Gut, ich bin mir jetzt nicht sicher. An, Shepard. Aktivieren Sie den Schlüsselstein. Nein, ich aktiviere noch nicht. Ich gucke jetzt erstmal, was haben wir denn? Welche Pistole nehmen wir denn? Granatwerfer, automatische Pistole, Schuriken, Schrotflinte. Wir nehmen jetzt erstmal die Handkanone. Ihr Lieben, guck mal einer an, hier ist schon ordentlich was los. Aber das werden wir in der nächsten Folge machen. Das heißt, wir können uns ja vielleicht erstmal kurz umgucken. Vielleicht haben die ja was Cooles für uns hier. Credits. Fangen wir an, Shepard. Nein, Grunt. Aktivieren Sie den Schlüsselstein. Grunt, nein. Wir werden hier erstmal alles durchsuchen. Medizinkit. Yes, Medikin. Credits. Gibt es denn hier keine? Da hat es noch mehr Zeugs. Wie viel Medigels habe ich denn? 7. Fangen wir an, Shepard. Nein, Grunt. Sie den Schlüsselstein. Nein, nein, nein. Noch ein Medigel und Platin. Wunderbar. Wir aktivieren den Schlüsselstein noch nicht. Das machen wir erst in der nächsten Folge. Weil da unten hat es noch mehr Zeug. Wie komme ich denn da runter? Fangen wir an, Shepard. Na, Mensch, Grunt, seid doch nicht so eintönig. Es ist doch wirklich schrecklich. Energiezellen, na, wer weiß, was uns hier erwartet. Wir gucken uns hier erstmal um, weil solange wir den Schlüsselstein nicht aktiviert haben, habe ich so den Eindruck, hier liegt auch überall Muni rum. Wir gucken uns erstmal das... Shepard, aktivieren Sie den Schlüsselstein. Grunt, du gehst mir auf die Nerven. Ich will gucken, ob sie noch Urban-Leiche untersuchen. Wo bist du, Leiche? Da. Da oben bist du. Gut, hier unten gibt's nichts mehr. Fangen wir an, Shepard. Aktivieren Sie den Schlüsselstein. Grunt, du bist wirklich schrecklich langweilig. Gibt's hier noch irgendwo mehr? Turbinenteile umgehen. Okay. Das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ich denke, jetzt haben wir erstmal Schlüsselstein aktivieren. Was machen wir hier mit diesen Turbinenteilen? Aktivieren Sie den Schlüsselstein. Tja, starte umgehen. Ich habe keine Ahnung, warum man das jetzt tun muss. Machen wir halt einfach mal. Aktivieren Sie den Schlüsselstein. Grunt, du bist langweilig. Oh, hier gibt's Kohle. Ja, das nehmen wir natürlich noch mit, bevor hier die Hölle losbricht. Dass das so einfach ist, dass der arme Kerl bloß einfach in der Pubertät ist, hätte man ja auch nicht gedacht. So, wir starten auch hier das Umgehen. Du bist wirklich echt eintönig, Grunt. Weißt du das? So, aber die Kohle packen wir doch ein, ist doch logisch, oder? Yes, okay. Ihr Lieben, wir werden Grunts bitte in der nächsten Folge nachkommen. Jetzt bedanke ich mich erstmal ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis morgen dann. Tschüss!